bisschen lauter im Ach ja. Teamspeak. Machen wir auch. Lulu. Und dich ein bisschen leiser. Du hast ein bisschen so hier Rauschen mit übertragen. Okay. Müssen wir mal gucken. Leg mal hin. War mein Lautstärke okay? Meine war okay. Ach so. No. So, so, so. Okay. Du bist lauter. Wenn Pregor im Spectator bleibt, können wir Pregor zugucken und Pregor ist dann unser Kameramann. Was? Und wir, ja. Meinst, aber ich bin noch auf dem GoTV. Ach so. Ich dachte, du wärst noch im Spectator. Nee. Mach kein Live-Spec, das kann ich doch auch nicht. Soll ich's probieren? Aber ich garantiere für nicht. Kannst du einfach den Autodirector benutzen. Ich weiß nicht, wie man den aktiviert. Meiner ist auf C. Meiner ist auf Radio 3. Was auch immer Radio 3 ist für eine Taste. Eigentlich liegt der auf nicht, C. Ich weiß auch nicht, wie man es umstellt. Counter-2, C. So, läuft Radio das 3 jetzt? Ist das. Mach einfach bei irgendwo Radio 3. Dann kannst du Autodirector eigentlich umstellen. Radio 3 ist hier der eine Radiobefehl halt. Radio Commands. Okay. Ames Mikro macht immer noch ein bisschen Störgeräusche im Stream. Echt? Wahnsinn. Ja, so ein Rauschen halt. Wahnsinn. Warte mal, ich mach mal Push to Talk an jetzt. Das ginge natürlich. Läuft der Stream denn flüssig jetzt oder wofür der noch nach? Ach, großartig, jetzt hatte ich CS. Nee, der läuft flüssig. Okay, dann ist doch gut. CSGO hat sich beendet, weil gerade ein Map geladen wurde. Mhm. Ja, Inferno. Grandios. Das wird scheinbar Inferno, wie es aussieht. Ja. So läuft jetzt alles? Soweit, ich glaube ja. Ich bin noch nicht drauf. Dann warten wir noch auf Kono. Ich hole mir nur mal den Chat hier wieder. Genau. Pop-out. Wir brauchen ja einen Chatbeauftragten. Ja. Jetzt, wo ich nicht zugucke, kann ich nicht spammen. Ja. Pop-out. Meine Leitung kackt gerade einfach ab, deswegen. Und die Streams hier und die gucken. Wahrscheinlich hat es bei dir auch super funktioniert, Gono, und ich konnte es aber. Es ging bei mir einfach bloß nicht. Ja, ich hab ja gesagt, ich würde anders probieren noch. Gang hat ja einmal geguckt. Ja. Was soll ich machen? Bein, Radio 3? Rein Radio 3 müsste das einfach nur sein, ja. Also wenn ich warten, bis der Broadcast startet. Wenn ich Bein C mache, dann kommt Radio 3. Und dann ist bei mir die Auto-Dings-Taste. Ja, okay. Ja, der Chat lädt ewig. Läuft denn der Stream jetzt? Ich hab an. Also ich hab an. Okay. Sollte laufen. Ey, mal an, der alte Cheater. Ja, das sowieso. Das sowieso. Nochmal Twitch Skunk. Ich musste den Channel richtig laden, damit der Chat auch geht. So, den Video live steht dran. Delay ist auch weg. 12 Zuschauer, oh mein Gott. Da ist der Chat auch da, sehr schön. Hop out. Welcome to the Chat Room. So. Okay, dann sag ich mal Bescheid. Ich bin noch nicht bereit. Aber ja, Bono. Sag halt schon Bescheid. Ja. Oh, die fangen jetzt eh schon an. Ist nicht, ist nicht live. Ja, ja, ich sehe es auch gerade. Hat nur die Settings geladen. Ich habe vorhin live falsch geschrieben. Das war sehr lustig. Aber ich fand meine lustigen Einwürfe, dass irgendwer wackgebannt wurde, sehr gut. Okay, sehr gut. Zykab hier. So, scheint loszugehen. Skunk hat mir das okay gegeben. Hallo Chat! Hallo Pot! Willkommen zu einer weiteren lustigen Runde des lustigen Forenturniers im POT mit externen Mitarbeitern, Spielern. Und heute
also jetzt sehen wir besser gesagt, die Destructive das gegen Fockopfer. Mal gucken, ob das auch so ein Rape wird wie das Spiel davor. Ich glaube nicht. Also ich hoffe nicht. Aber wir werden sehen. Hallo Schattenmensch. Rodo ja. Und Aim Legend sind auch dabei. Hallo Gott. So, hallo. Ja, ihr könnt ja was sagen, also kann ich ja nichts für. Ich will auch nicht die ganze Zeit alleine reden, ich finde das nicht gut. Jetzt fange ich noch an, so schnell zu reden wie Sarah oder sowas. Ich kann auch keine Floskeln, das ist ja traurig eigentlich. Da müssen wir mal ein Floskelbuch besorgen. Ich hatte Primetime besser drauf auf jeden Fall. So, wissen die schon, dass das losgehen kann? Ja, ich hab's schon gesagt. Okay. Er hat auch okay zurückgeschrieben. Gut, dann kann es ja höchstens 2 Minuten dauern. Richtig. Also, was heißt höchstens, aber nicht ganz unwahrscheinlich, dass es dann möglichst fix angefangen haben. Ungefähr genau 2 Minuten. Obwohl der Speed wesentlich schneller ist. Wie sind denn eure Tipps? Fockopfer hat ja noch gar nicht gespielt, Destroying Divas dagegen haben wir schon gesehen. Ja, ich kann die halt gar nicht einschätzen, aber ich habe Fockopfer eben gesehen auf Overpass und da haben sie auf die Fresse bekommen. 16-1. Das war nicht so gut. Ich bin da eh ein bisschen parteiisch. Nee, sie haben da verloren, glaube ich. Ja, und da Skunk und Co. ja schon öfter zusammengespielt haben, würde ich sagen, dass die auf jeden Fall gewinnen. Denke ich auch. Ich gehe von einem relativ 16-8 oder sowas, also irgendwas Mittelmäßiges bei den Verlierern und natürlich 16 rum bei den Gewinnern, weil was soll sonst passieren? Knife-Runde? Sieht so aus wie eine Knife-Runde, ja. Ja. Jo, treffen sich alle schön in der Mitte. Hier. Da fliegen die Decoys. Keine Flash, Leute. Sehr traurig. Da richtige Ausweichskills gezeigt von den Terroristen. Beide Decoys da schön durchgelassen und ein CT geht hinten rum, wird aber von The Potato. Ja, okay, The Potato ist wieder umgedreht. Der CT jetzt. Oh. Nice. Hat 2 bekommen und auch die anderen CTs schnetzeln da kräftig mit. Und schon lebt nur noch Spucknapf, der jetzt im Rückwärtsgang die Banane hochläuft. Ah, der hat aber große Schwierigkeiten. Aber er hat noch voll AP, er kann es schaffen, wenn er stark genug an sich glaubt, das Herz der Karten ihm gewogen ist, aber es ist es nicht. Ich turn dann mal den Autodirector on. Na, den habe ich auch an. Ich denke mal, sie werden stayen. Ja, haben sie schon geschrieben. Ich muss mal die HLTV besorgen, damit ich in der Konsole Zeug schreiben kann, während die spielen. Ja, die läuft doch gut, mein jemand. Na, das ist doch schön, dass das Stream gut läuft. Wahrscheinlich lief er bei dir auch gut, nur dass wir bloß mit Inseln war zu schlecht. Ist ja egal. Ich habe nur 16 Kilobit. Tut mir schon weh. Endet? Egal. 16.000 halt. So. Ich bin auf die erste Runde gespannt. Gibt es ein Navigo, den klassischen GroKoGo, einen lockeren Beerwasch oder bauen sie auf? Interessanterweise haben die Tees sehr unterschiedlich gekauft. Es gibt 3x Rüstung mit Glock und 2x Tech-9 mit Granaten. Ja. Entweder ist das eine besondere Taktik oder... Naja. Oder keine Taktik überhaupt. Ja. Oder wird auch direkt gepiept, ohne dass sie uns zusammengehen, lässt sich da NG schon zusammenschließen. Aber das Gang hat auch gut gefressen. Die Granate hat ihn gekillt, das ist der Bego. Tsunami kann er gut kämpfen. Noch ein mit der P2000. Die Bombe wird auf jeden Fall geplantet. 2 kommt City Base, einer kommt die Banane. Und die Terroristen auf jeden Fall mit einem Mann Advantage. Jetzt aber ausgeglichen. Sehr low. NG ist low. Ja, NG ist super low mit 2 AP. Denikin jetzt aber auch nur 2 AP. Und das jetzt haben wir natürlich die deutlich besseren Waffen. Tech-9 und Glock mit Rüst. So, jetzt Sniper ist jetzt im Glatteis. Hat noch einen bekommen, aber ist dann der Headshot hat zu Boden gegangen. Und damit erste Runde für Frogopfer. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch... Ja, es war eindeutig, war es jetzt auch nicht, aber gut gemacht, sag ich mal. Dafür, dass sie nicht wirklich gerusht sind, sondern einzeln vorgelaufen sind. Naja. Ja, sind aber gut drauf gekommen und haben die Bombe gelegt und dazu dann noch den Sieg geholt. Schon alleine Bombe legen ist ja
in der ersten Runde. Eine gute Sache. So, CT jetzt super aktiv. Da Daneken schon in der falschen Mitte durch. Skunk muss ich jetzt auch zurückziehen, weil da sind doch ein paar mehr. Aber er probiert es nochmal, holt doch einen. Den Frack. Hier in der Tier weggeholt. Booktet holt den zweiten. Und dein Modi holt den dritten, damit sind schon vier down. Sniper jetzt in der falschen Mitte, da der letzte. Sniper da noch Red Cube weg, aber dann kommt die Quittung direkt von hinten ins Gesicht. Aim, nimm mal das Mikro ein Stück weiter vom Mund-Nase weg, man hört dich atmen. Wird im Chat geschrieben. Ja, doch. Ja, okay. Alles gut. So, hier ist der Echo. Wird ein Granaten-Rush von den CTs wahrscheinlich. Ja. Auch wenn die Granaten etwas spät kommen. Oder gar nicht. Bist du irgendwie hinterher? Nee, in Bahn von Granaten. Ja, ich hab noch Granaten, die CTs. Hat jeder eine Granate im Inventar bei mir? Oder bin ich blind? Die CTs haben überhaupt keine Granaten. Klar, die haben doch Granaten geworfen. Was ist da los, Gono? Also gefühlt bist du hinter mir. Ist doch egal. Ich bin bei 1,17, 16, 15. So, Tsunami mit einem schönen Doppelkill. Um mal wieder zum Spiel zurückzukommen. Jetzt nur ein Terrorist da drauf. Aber von hinten. Megaspucknapf kommt noch von der Banane. Holt sich zuerst mal Psychowiesel. Dodo jetzt im Y. Mit der AK überlegen. Gegenüber der guten alten Bison. Hat alle Zeit der Welt. Ja, aber Tsunami hat die bessere Position und piekt aber. Was ihn schon sehr viel Lebenspunkte jetzt gekostet hat. Muss da ein bisschen tanzen eigentlich. Spooky muss mal ein bisschen beherrscht draufgehen. Da ist ja seine Munition. Alle holt die USP raus. Oh, und wow, kriegt den. Wow. Unglaublich Lack gehabt gerade. Das wäre fast schief gegangen. 3-0 für Frohkopfer. Haben dafür jetzt in der letzten Runde natürlich sehr viele Waffen verloren, müssen also fast alle nachkaufen. Aber die AWP ist am Start. Ja. Und bei den CTs sind wir M4, M4S und Famas. Solid dabei. Kann man machen. Der Moody piekt hier im Haus, sieht aber keinen. Da wird sehr passiv in der falschen Mitte gestanden. Skunk dagegen kommt in der Banane sehr offensiv. Und wird von Moody geholt. Ja, da kannst du durch die Wand schießen, wenn du. Hexkraftwerk. Ja, doch an! Ja, auf jeden Fall. Eindeutig Vorheck. So, sie bauen jetzt langsam Richtung B auf, da zu dritt. Die Bombe ist aber noch in der falschen Mitte unten. Ja, wenn sie jetzt den Bego machen, dann müssen sie aufpassen, dass die Bombe nicht in der Mitte abgefangen wird. Und wenn sie jetzt den Bego machen, sind sie aber auch gut aufgestellt, denn da ist nur noch Tsunami gerade drauf. Das wissen sie ja nicht. Als wurde die Bombe in den Vietnam geschmissen. Oder Fuchsbau, oder wie auch immer Leute das nennen möchten. Und Tsunami trifft gleich auf NG. Der verfehlt da ganz knapp den CT am Truck. Keiner stirbt. Doch, jetzt ist Megaspruchknopf down. Ja, und der B-Go ist wieder zum Stocken gekommen. Wir sind immer noch zu zweit auf dem Spot. Und die Bombe liegt immer noch im Kriechgang. Und es sind nur noch 37 Sekunden. Noch einer down. Das war die AWP. Daneken weiß, dass er in der Mitte ist. Kann er vielleicht noch, ja, noch hat, auch, hat auch noch einen gesehen, zieht sich zurück. Hätte er jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber ist natürlich auf jeden Fall erstmal sicher gespielt. Auf jeden Fall sind die CTs jetzt mit 4-2 in der Überzahl. Boah, schöner Headshot von Fuckdead. Aber der wird jetzt aber möglicherweise von Daneken geholt. Nee. Ja, hat nur einmal getroffen. Jetzt müssen sie aber auch überleben. Ungefähr die Hälfte, aber der kann jetzt auch saven. Seither schafft das nicht mehr. Er darf nicht sterben. Kriegt er kein Geld noch. Ah, Headshot. Fuck, das noch, das noch. Damit die erste Runde für die CTs und gut, müssen zwar teilweise nachkaufen, aber ja, die CTs haben auch nicht mehr Geld bekommen. P90 und einfache Rüstung. Kein Helm. Brauch aber auch nicht gegen Akas, ist scheißegal eigentlich. Bei den Ts, ja, NG hat keine Knarre. Aber die AWP gekauft hat letzte Runde, ist natürlich das Geld jetzt alle. Ja, da ist, wird wieder durch die Wand geguckt. Ja, so Potato da, schön auf dem Header. Ja.
Gang kommt wieder vor. Geht jetzt aber doch wieder zurück. Also normaler Aufbau, 2-3. Die T ist diesmal ein bisschen defensiver. Probieren irgendwo einen Peak zu holen. NG wird jetzt auf Denneken treffen und da kommt der Headshot. Nee, doch nicht, aber es war ein Header dabei, glaube ich. Ja, also Denneken hat auch einen Glock-Headshot bekommen. Ja. Nee, war gar keine Glock, der hatte ja eine CZ. Die macht natürlich ein bisschen mehr Schaden als die Glock auf dem Kopf. Nur unwesentlich. Ja. Damit ist aber nichts weiter passiert für die T's. Sie haben, im Gegenteil, haben sie einen Mann verloren, müssen sich jetzt neu aufbauen, umorientieren. Ohne Entry ist es immer ein bisschen schwierig. Aber scheinbar wollen sie doch in die Mitte zurück. Okay, wirft jetzt hier noch eine Smoke, genau, als Fake. Und dann wird auf A verschoben. Müssen sie die Mitte einnehmen. Aber da ja, warten noch drei. Da ist halt noch nichts passiert, während wir jetzt vom Kirchturm angesagt wurden. Jetzt fragt ob wir Fuck Dead wieder mit einem schönen Schuss. Der Moody jetzt kann stirbt Denneken. Boah, Psycho-Wiesel jetzt von der Seite zwei weggeholt, bevor ihn das Feuer weggeholt hat. Alles klar. Hat er einen Arsch gewartet, der Arsch. Und jetzt verschiebt B erst. Bombe könnte jetzt schon gelegt werden, aber sie sind unsicher. Sie müssen auf jeden Fall legen. Das Gang holt ja den Frack, aber die Bombe wird gelegt. Dein Moody stand da etwas ungünstig. Action! Action! Ja, Potato hat noch gedacht, dass auch Tsunami da von der Library kommt. Aber... Also Potato heißt er ja nicht Red Cube, das ist bloß sein Sponsor, okay. Ja, 2 zu 3. Die CTs holen sich jetzt die Runde zurück, wie man das erwartet auf Inferno. Und bei den Ts... Faktet kann legen. Hat sich eine AWP gekauft. Okay. Ja, interesting. Wollen wir jetzt natürlich dann auch was sehen. Ja, da muss jetzt aber auch delivern, wie es so schön heißt. Naja, Fucked hat eigentlich schon delivered. 6 zu 2. Ja. Beste KD. So, Potato hier erstmal. Wurde das Haus eingenommen? Döner. Wieder auf Denneken. Ja, und jetzt steht Denneken da und Denneken holt ihn aber trotzdem, nachdem er wieder den Headshot gefangen hat. Die gehen halt wieder einzeln raus. Oh, Denneken NG holt auch wieder Denneken von dort. Ganz ungünstige Position, um sich zu repositionieren von Denneken. Ja. Da haben sie jetzt irgendwie doch noch die Frags ausgetauscht. Ja, dann und die CTs sind schon verschoben. Ja, das könnte jetzt der Bego sein. Die CTs sind verschoben und die Ts müssten jetzt einfach nur Bego machen. Sie wissen es halt das nicht. Das wäre ein ziemlich sicheres Ding. Nice for trade kill. Ja, da sagt Denneken auch das. So, und jetzt brauchen sie so lange, dass Skunk schon wieder verschieben kann. Ja. Seht ihr besten Kraftgesmoke? Tsunami schön geholt von Fucknet. Guter Headshot. Muss jetzt aber auch die Bombe legen und nicht noch länger warten. Dieser Schuss. Oh, mega Spuckner. Da hat es bei mir ein bisschen geruckelt. Ich hoffe, das war Skunk kam aus der Ruine. Okay, und doch, es war auch ein Spucki reingerannt. Ja, das war scheinbar leck. Alle beschweren sich natürlich darüber. Oh, Wiesel, schöner Headshot. Ja. Nicht wie sein Namensvetter. Nee, da hat er eben doch ein bisschen was voraus, wie es scheint. Hallo, Kleber. So, Faktet muss jetzt. Faktet muss jetzt liefern mit seiner ABP. Das ist natürlich eine denkbar ungünstige Position. Ja. Und die CTs holen die sich natürlich auch gleich. Also seine Team ist leider zu früh gesprungen, um ihm noch irgendwie helfen zu können. Ja. Sah an sich ganz gut aus. Das hier über den Server beschwert, das ist ganz durchgezogen. Die Lieblingsübung der anwesenden Potler. Spieler. Der Potler allgemein lebt nicht gerne auf Server. Ich behaupte Potler allgemein. Ja. Okay, Echo Rush. Wo geht's hin? Doch kein Rush. Ja, doch, Mitte hoch, nicht? Zusammen? Nicht getrennt? Nicht, so, nicht zusammen. Einzeln und alleine. Einzeln ja, alleine aber... in die Ecke laufen, in die Waffen rein. Oh, Denneken schon wieder gut angeschaut. Weasel hat den eigentlich auch noch gesehen. Bombe geht aber alleine durchs Haus. Ja, damit ist der Rush auch zum Stehen gekommen. CT ist schon zu viert jetzt auf A. Skunk verschiebt extrem schnell. Potato auch noch. Gute Granate abgekriegt. Und sie gehen wieder Richtung B. Da
Das könnte sogar klappen, aber ich glaube, sie wollen so Skank verschiebt schon wieder gehen. Zurück. Naja, warum muss er denn, warum soll er auch auf A bleiben? Ist ja nee, blöd. Schon klar. Ich meine, ja. Skank ist hier der Laufbursche. Der das ist einfach nicht umsonst Speedway. Das Carsten, Brego, Aim und Gono, beziehungsweise Aim Legend ist der Streamer und Gono und ich reden die ganze Zeit wirres Zeug. Der Laberer. Der Laberer. Nur die Bombe schleicht jetzt doch vorne den Teppich. Ja, der Fake wurde nicht wird aber Sniper geholt von Sniper. Schießt ihn durch die Metalldinger durch. Metalldinger, die Kiste? Genau. Der Fachausdruck. Ich dachte, das Geländer. So, und der Geländer wird jetzt gleich so Potato sterben. Mit seinen 14 AP. Und die CTs trauen sich auch nicht so ganz. Wir werden die Runde ganz schön in Länge gezogen auch. Ja, da können wir mal ein bisschen Werbung einspielen. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Wann waren Sie das letzte Mal bei einer Glasreparatur? Ein Steinschlag und falls jemand huckelt, schon ist ein Riss in der Scheibe. Das kann natürlich gefährlich werden. Aber kein Problem. Mit der patentierten Technik von Karglas wird das nur repariert. Oder so. Was noch nicht fehlen darf, ist natürlich diese Müsli-Werbung, bis ich kann. Reiche Bach. Oh, da, ja, genau. Da kommt Amos da. Für irgendwas muss ich auch gut sein. Werbung kennt er sich aus. Ja, der Autodirektor meint, dass der Potato gleich noch richtig was reißen wird. Ja, der hat doch durch einen Smoke da. Da hat er wieder drauf gezielt. Oh, aber auf jeden Fall, ja, Flascher. Am Hexen. Unglaublich. CT steht halt auch sehr tief jetzt, was natürlich an den Nerven zerrt, man halt auch nicht weiß, was da abgeht auf dem Spot, vor allen Dingen auf A. Ja. Jetzt wieder einzeln vor hier, gleich da oben raus, was natürlich sehr ungünstig ist, vor allem wenn man oben raus geht. Und so Potato da, leider verschossen. Dann aber im doch noch getroffen. Getroffen, ja. So, jetzt der Go. Jetzt können Go, sie Leute. Schön auf B Go machen. Tsunami hat diesmal aber seine Position verändert. Steht jetzt im Dark und nicht im Y. Holt auch dann gleich mal ein. Weil jetzt super haben. Low. Und ihr könntet jetzt wieder verschieben. Nein, dann guck doch hin! Oh, er rennt mit den Denneken rein. Nee, er rennt. Oh, jetzt ist Denneken zur Stelle. Und noch ein Schuss und da hat es auch so Potato erwischt. Die Runde geht auch an die CTs. Also Denneken hätten sie haben können, wenn so Potato noch ein, zwei Sekunden weiter hingeguckt hätte. Definitiv. So, können aber weiter kaufen. Ja, auch wenn es ein bisschen nach Broken Bay-mäßig aussieht hier mit der Scout. Der Moody kriegt gelegt. Und dann können sie doch noch mitspielen. Das Interessante ist auch, dass die CT mit der AWP eher auf dem Spot stehen bleiben auf A, anstatt sie in der Mitte einzusetzen. Ja, Sniper bewacht damit die ganze Zeit das Haus ab. Apartment. Und wartet, bis einer in die Ecke schleicht. Kann man machen. Ist an sich nicht doof, wenn man die Bilder gesehen hat, wie schlecht man vom Apartment den Friedhof einsehen kann. Oder ein paar Tagen auf auch schöner Headshot. Selten so langsam ein Aim gesehen, der trotzdem noch in den Kopf geht. So, da kommt der Go. Die Smoke verkackt für die CD-Seite. Tsunami noch hier oben, holt sich den ersten Frag. Na, und dann ist der Wash auch schon wieder vorbei. Aber zwei sind schon über den CT-Bogen durch, laufen jetzt auch über die CT-Base Richtung B. Die Bombe immer noch im Hausmeister. Jetzt während aber dein Mutti, während dein Mutti aber wieder von B abzieht. Jetzt müssen sie auf A gehen mit wow, der Bombe. Wow, das ist die großartigste Rotation, die ich seit langem gesehen habe. Das ist unglaublich. Damit hat sie rotieren alle zu B. Und Tsunami saved. Wow. Ja, sein Team ist gerade auf magische Weise ausradiert worden. Damit haben sie jetzt nicht gerechnet, dass noch zwei von hinten kommen. Ja, Tsunami geht jetzt doch los. Das ist eigentlich, ja, geldmäßig. Können sie sich erlauben, aber. Ja, Geld, ja. Das kann werden. Tsunami holt jetzt einfach noch 2-3. Und er spielt einfach sein überlegenes Aim aus. So wie die T's da an der Pit hocken, schätze ich mal, dass da wenigstens noch zwei von sterben, wenn die Bombe explodiert.
Kann der da durchschießen, der Spucknapf, oder ist da eine unsichtbare Wand bei dem Model? Kann er durchschießen. Na, Cookie? Oh, er schafft's nicht. Und, schafft es noch in die Ecke? Nein, die Ecke schafft das schon noch. Die Frage ist, ob er das überlebt. Ja, 84 Rüstung, genug Leben. Easy. Ja, Tsunami wirklich noch 2 geholt. Gut getauscht, Waffe gesaved. Die CTs können locker kaufen. Ja. Auf jeden Fall. Die TS können auch locker kaufen. Und damit sehen wir noch wieder eine Waffenrunde auf allen Seiten. Es ist erstaunlich ausgeglichen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte. Ja, ja, du musst aber überlegen, ja, wenn du jetzt mal auf Q drückst, dass die CTs auch 5 Runden in Folge geholt haben und die 4 Runden bei Frogopfer noch aufgrund der gewonnenen Pistolrunde am Anfang. Ja, natürlich. Aber das ist ja recht häufig so. Ich glaube, dass viele Leute im Forum in Destroying Divas allein aufgrund ihrer größeren Spielerfahrung höhere Siegchancen oder ein eindeutigeres Ergebnis. Ja, definitiv. Frogopfer hat leider noch nicht gesehen, ja. Aber Frogopfer geht auch immer einzeln auf ihn los. Es lässt sich ja NG wieder von Denneken beschießen, weil er ihm seine Hüfte zeigt. Ist noch eine Granate hinterher. Ah ne, die sind weg. Ja, Psychowiese aber schön den Frack jetzt geholt, da Anspruch, ne? Da fehlt doch der Retrack. Ah, da kommt er vielleicht. Weil Psychowiesel dann doch in die Mitte pusht, was nicht so klug war vielleicht. Jetzt bauen sie wieder Richtung B auf, aber immer noch hockt NG im Haus drin. Und wartet aber nicht, noch irgendwen erwischen kann. Jetzt wird wieder das Heil in der AWP gesucht, die um die Ecke schleicht. Denneken war da bisher immer ein guter Kandidat dafür, nochmal auf A einen Headshot zu fangen. Jetzt wird aber Kölz abgesmoked. Da liegt nicht ordentlich. Skunk kann immer noch locker gucken. Wenn der Go kommt, laufen sie in 2 Waffen rein. NG. Boah, holt Denneken. Also Denneken hat echt kein Glück mit NG. Aber hier schönes Kreuzfeuer von den CTs. NG allein auf dem Spot gegen Sniper mit Low HP hat natürlich leider keine Chance. Wir hören irische Musik von Skunks Music Pack. Die werfen die AWP weg. Ja, die wird auch wer aufheben. Denneken holt die, oder? Nee. Ich denke Skunk? Nicht. Skunk holt sich, glaube ich. Ja, genau. Skunk hebt die AWP auf. Zigeuner. Zigeunermusik. So, Echo auf Seiten der Terrors. Erster in die Arme. Zweiter in die Arme. Dritter in die Arme. Schönes Triple schon. Ja, kommen auch noch 2. Ja. Ach, aber Tsunami ist ein Adi und smoked. Ja, wäre Fakt da gewesen, hätte das klappen können, aber er hat in der Mitte gewartet mit der Bombe, anstatt seinem Team hier zu helfen. Ja, Sniper dabei nicht gestorben. Hat ihn hätte noch vielleicht ihn holen können. Und dann den Plan vielleicht sogar. So, Vorkopf war jetzt mit einer Echo, was in Ordnung ist. Sie könnten Low kaufen, aber sie haben halt einmal nur 2,9 und einmal 3,2. Na, die Double Echo war auf jeden Fall nötig. Schöne Flash hier von Wiesel. Über falsche Mitte, also vielleicht wird es mal im Balkon. Aber im Haus wird schon gewartet. Und Skunk kann aber ansagen, dass sich in der Mitte überhaupt nichts tut. Denneken wird jetzt den ersten Attack gleich haben. Ne? Er guckt nicht, er lässt 2 durchgehen. Er weiß es aber nicht, dass sie da sind. Jetzt schmeißt er eine Nade, auch von breiter Vermutung her. Und die hat gut eingeschlagen. Erster Frack. Oh, lässt sich dann aber leider von der Midi holen. Guckt aber zu schnell wieder weg. Den zweiten hätte er vermutlich auch noch gekriegt. Oh, Bombe down. Jetzt einer auf dem Spot. Das Potato hat nochmal gut Schaden gemacht am Psychowiesel. Der ist auf 9 HP runter. Bringt aber nicht so viel. Boah, bei Headshot gibt's keinen Assist, meint der Midi. Und holt noch den Plant. Wurde nicht verhindert. Oh, ja, da wollte Tsunami natürlich ein bisschen Sprung-Action machen, hat's aber verkackt und dadurch konnten die TS planten. Drei Schüsse in der Waffe waren wohl zu viel verlangt. Und damit 8-4. Das ist noch okay. Ja, wenn sie 5 Runden holen und dann die Echo gewinnen, dann ist auf jeden Fall alles drin. Für Frogopfer. Und mit Echo meinst du Pistol Round? Ja, meine ich. Die Start-Echo sozusagen. Die Start-Echo. Die Start-Double-Echo.
knapp, Double Start Echo. Tsunami lässt sich will hier mit der XM reißen. Wahrscheinlich hat er sich bei anderen Teams abgeguckt, wie diese Waffe ist. Sonix hat damit ja sehr viel Gutes getan. Boah, Denneken mit der AWP. Mit keinem besonderen, aber einem sehr soliden Headshot. Ja, AWP-Schuss. Headshot, ja, die klar. AWP wurde jetzt ausgewechselt. Das ich spiele das Spiel nicht so oft, ich kann das nicht unterscheiden. Ja, scheinbar warten sie auf den AWP-Schuss in der Mitte. Aber ja, die CTs sind jetzt wieder schön defensiv gegangen auf A, während Banane jetzt vorgeschlichen ist. Gute Entscheidung auf jeden Fall. Bin mir nicht sicher, ob sich die T's dessen bewusst sind. Links steht Tsunami, der ist natürlich nicht gesehen und nicht gehört worden, weil da lag der Smoke, da werden sie jetzt reinschleichen, Skunk wird sie ablenken. Ja, Tsunami direkt mit dem Frag, mit dem zweiten Frag, AWP ist gefallen. Das gibt auch Fettgeld. Nicht, dass Tsunami Geld nötig hätte. 1800. Mit 11.000. Tritt noch eine Aave saven, aber Triple Aave ist dann doch ein bisschen übertrieben auf der Map, glaube ich. Die Bombe schleicht sich wieder durchs Haus. NG, oben durch den Teppich. Und Sniper wartet schon. Diese defensive Spielweise macht ihn natürlich sehr zu schaffen. Kriegt er auch noch Sniper? Der Autoreactor wollte das leider nicht zeigen. Denneken jetzt hier mit dem Frag, weil der Moody Kraft gemacht hat im Hausmeister. Und so. NG alleine gegen 4. Klatsch or Kick. 20 Sekunden, ja. Ich glaube, er wird lieber eher safe. Nee? Dann macht nochmal ein bisschen Kraft. Boah, wie auch immer er den Kopf jetzt noch verwandelt hat. Schöner Spray in die richtige Richtung, war leider kein Gegner da. Boah, und holt das und Tsunami. Tsunami stirbt in den Tod, er springt in den Tod, weil die CZ ihn doch noch erwischt hat, leider. Natürlich auch sehr unglücklich jetzt für NG gewesen, denn er hat das Geld dafür nicht bekommen. Ah, Schattenmensch bringt dir die Info, dass Tsunami ständig Rohflinte spielt, scheinbar. Und so ein Scheiß. So, Denneken guckt wieder ab, aber es ist gesmoked. Aber von ihm selbst gesmoked. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Da ist wieder der Schrotflinte im Headshot. Dank jetzt alleine da, wird fertig gemacht. Wurde von seinem Teammate fertig gemacht. Oh, fuck that. Kills Headshot verhindern, das ist natürlich auch nicht so schlecht, die Taktik. Ja. Nur schlecht fürs eigene Geld, aber davon haben sie genug. Fakt ist auch der Top-Damage-Dealer im B-Team. Ist ja klar, mit den meisten Frags. Ansonsten ja, klar, relativ klar ist das nicht, aber hätte ich jetzt auch geraten. Die Teams sind relativ gut ausgeglichen. Was die Frags angeht, die Frag-Verteilung. Also nichts Ungewöhnliches. Die bei anderen Matches vielleicht. Tsunami lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, holt er zwei Frags mit der Autopumpe. Und der Plan ist auf jeden Fall möglich, aber ich hänge jetzt an der Leiche fest. Da da eine AWP hinten steht, hätte er auf jeden Fall legen können. Oder es zumindest versuchen können. So, letzte Runde der ersten Hälfte. Frogopfer muss jetzt nochmal aufdrehen und wenigstens eine holen, damit das noch besser wird. Sie sollten vor allen Dingen erstmal kaufen. Ja. 7000 auf NG. Frogopfer hat schon. Kauft er vielleicht eine AWP nochmal. Potato? Ja. Ne, AK und sämtliche Granaten. Sie hätten ab und zu mal ein bisschen durchziehen sollen, habe ich das Gefühl. Nicht so viel einzeln gehen, das wäre vielleicht besser gewesen. Na, da trifft schon wieder dein Moody aufs Gang, der von der Smoke verdeckt wird. Weiß aber, dass einer da hingelaufen ist. Deswegen sprayt auch ein bisschen durch den Rauch. Und zieht sich auf den Spot zurück. Die restlichen Tees gammeln so ein bisschen im Haus rum. Und in der falschen Skunk hier mit Jump Action auf B. Er hätte sich auch Dato einfach von den ersten Frag Dodo umsilben lassen können, aber gibt's nicht. Oh, schöner Spraydown von Psycho-Wiesel da in der Mitte. NG hat jetzt ihn noch gesehen. NG macht wieder den Balkon klar. Das hat er drauf. Ihn rettet es, dass Sniper eine Granate schmeißen wollte. Das war sein Untergang. Und das könnte tatsächlich die fünfte Runde jetzt werden für Frog-Opfer. Da war er doch, faktet. In Überzahl sind sie auf jeden Fall. Ja. Jetzt nicht mehr. Ah, doch, wieder ausgeglichen. Trotzdem. Und wieder Überzahl für die T's. Die wissen, dass er von der Mitte der Letzte und das wissen sie und den sollten sie auch kriegen. Ja. Damit 10 zu 5. Ist in Ordnung, kann man auf jeden Fall schaffen. Definitiv. Ist ja bekannt als CD-Map Inferno auf jeden Fall.
aber ich wage es trotzdem erstmal zu bezweifeln. Ich möchte nicht übertrieben negativ sein. Man musste negativ zu sein. Aber gute Hälfte. Destroying Divas haben mich bis jetzt mehr überzeugt. Ja, Destroying war so auf jeden Fall besser. Klassischer Aufbau, 2-3. Nichts Ungewöhnliches. Deck mal aber auch, dass Destroying Divas wesentlich konsequenter die erste Runde spielen. Die werden auf jeden Fall konsequenter Taktiken durchziehen und nach Entry Packs. Falsche Mitte, Mitte. Der Moody steht noch im Hausmeister, überlebt. Der Moody hatte da eine ziemlich gute Position. Hat aber leider keinen gekriegt. Jetzt haben sie. Das leider nicht, aber sie gehen über CT Base und da kommen Fucked schon. Fucked. Für den Headshot von Fucked wird es aber geholt und damit ist B frei und die Bombe kann da schön drauf marschieren. Ja. Denneken kriegt da auch noch einen mit. Krasser Headshot. Noch im Fallen von Denneken da vom Geländer runter. Das Gang campt die Feige am Baum. Es wird nicht geguckt und MC guckt los. Aber er stirbt noch sehr spät. Oh, und ein Knife Kill im Turnier. Da kann man schon mal klatschen. Diesmal soll ich mir eine Rassel. Wir müssen mit der Tüte hier knistern. Nee, ich glaub, das ist dumm. So, 11 zu 5. Damit wird es natürlich extrem schwer für Vorkopfer. Ja. Haben nicht gekauft, nur zweimal Helmrüstung und eine CZ. Alle anderen sind. Mittlerweile ist es ja HLTV confirmed, dass man in der zweiten Runde, wenn man verloren hat, Rüstung und Pistole kaufen kann, weil man dann in der vierten sowieso dann trotzdem genug Geld hat. Und Waldorf Inferno ist es aufgrund der defensiven Spielweise, hat man da mit Pistole und Rüstung eigentlich ganz gute Chancen. Stehen jetzt zu zweit auf der linken Seite, das finde ich ganz gut eigentlich. Und ich habe sie auf jeden Fall, wenn man nicht blind wäre, Tsunami und von der Autoschmote weggeflankt wird, gute Chancen zu kriegen. Das wird ein Argo. Der NG wird jetzt von hinten geholt, wenn er Pech hat. Hat die Waffe. Hat aber kein Pech, sondern ziemliches Glück und lädt ihn aber nach. Ja. Fuck that. Boah. Der macht reagiert. Frags. Aber Tsunami macht mehr Frags. Ja. Potato wird jetzt von der Kiste hoch. Oh, fast hätte er es noch hingekriegt. Psycho-Wiese auch ein sehr ausgefeiltes Movement, indem man sich einfach nach rechts dreht und runterfallen lässt, anstatt nach unten zu gucken. Er hat ihn dann einfach durchzieht. Er hat über ihn hinweg geguckt einfach. Ja. Ich bin ja so ein Freund von Comeback is Real. Eine Ecke noch. Muss und dann Vorkopfer noch ein bisschen mehr machen. Dann geht Vorkopfer auf jeden Fall los. Minus 3 mit 3 Leuten auf B. Haben auch alle Granaten gekauft. Sie stehen aber sehr eigenartig da auf B. Die müssen halt die alle Granaten auch werfen. So die Granate war nicht so gut. Die Granate war schon mal schlecht. Aber die hat die Granate gemacht. Der zweite hat nicht gesessen. TT90 flügt sich durchs Mittelfeld. Dann holen sie halt keinen. Und haben das B ziemlich frei. Ja. Dein Mutti hat noch eine AE. Wenn er die schön wirft, könnte da noch was gehen. Aber er wirft sie gar nicht, sondern er setzt den Namen vor die Füße. Natürlich ist der Server schuld. Binnekin probiert immer seinen HP wegzulaufen und überlebt auch manchmal sogar. So, jetzt ABP auf CT-Seite. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch eher defensiv. Blumentöpfe dran, glaube ich. Nicht die Blumen, die sind sehr wichtig. Ich finde gut, dass da mehr eingebaut worden mit der Zeit. Eine sehr wichtige Neuerung der Karte. NG geht ja offensiv vor ja. Im Haus. Krasses Spray Control von Psycho-Wiese. Oh, er campt hier. Ich weiß nicht, ob er links einen gehört hat. Auf jeden Fall lauert er sich da mit Sniper in der falschen Mitte. Kann doch interessant werden. Jetzt geht Sniper vor. Findet der OTV. Autodirector nicht. Ah, da muss ich die Wand gesehen. Links ist er. Links! Ja, guter Junge. Und ab ins Haus. Oh hier. Auch.
Okay. Es sah jetzt kurz nach Ego aus, aber dann haben sie sich von der Decoy da. Oh, da hat er ihm in den Ellbogen geschossen. Nicht pieken, wenn deine Arbeit fehlt, Leute. Pack den Hut noch ein, stopp dann auch. Fuck, der oh, mega leck. Bombe gelegt. So, jetzt läuft gleich MG da ins Gang rein. Ja. Das macht es jetzt natürlich nicht so viel besser. Beide CTs Chancen. Jetzt aber schon fast. Die warten halt so lange, obwohl sie ja mal ein bisschen mehr Zeit ja, hier. Ja, Spucknapp hat da erst noch im Cutter gecheckt. Dein Mutti läuft da schön im Tod. Das bringt und jetzt nicht Spucknapp. So viel. Klatsch, klatsch, klatsch. Wir haben ihn gehört. Und da drehen sich alle um und erschießen. Sprung. Wie sie alle Messer haben. Und sie haben sie auch alle irgendwie genannt. Ich hab kein Messer. Ja, du nicht. Noch Lopo. Ich hab Kisten. Kapseln, meine ich. Das ist Kapseln. Ach, guck mal, das ist aber so ein Billigmesser hier. Total. yes. Nicht Factory New, sondern hier ganz alt. Factory alt. Battlescarred und Well-Worn und so ein Blödsinn. Das braucht natürlich niemand. Wenn du ein Messer hast, dann muss Factory New sein. ja, genau. Und mit Diamond. Sowas halt. Sehr wichtig. Sagt der arme Oststudent. Ey, ich hab nicht gerne dazu. Geht das vielleicht mehr übrig als bei dir. So. Bego. Diesmal stehen sie ein bisschen defensiver. Fakt jetzt mit der P90. Unter Denneken. Zwei kommen noch. Ja, NG da hat NG nicht aufgepasst. Sehr eigenartig. Am rumkammeln. Alle gehen raus, Buffy ist der Letzte. Sie pushen gerne durch den Smoke. Vor Opfer. Das ist nicht so gut. Letzte Runde jetzt und ich habe wenig Zweifel, dass auch die an die Destroying Divas gehen. Ja. Haben auf jeden Schade Fall. Schade eigentlich, dass Frogopfer keine CT-Runde holen konnte. Hätte man eigentlich erwartet auf Inferno. Ja, wie gesagt, Destroying Divas haben da. Ich weiß halt auch nicht, mit wie Sicherheit die besseren so Ansagen. Haben. NG da schön auf Sniper geschossen und dann jetzt hinten rum. Und ich glaube, das wissen die Terroristen überhaupt nicht. Okay, doch, Skanky hat's gerochen. Da liegt doch die Bombe. Ah, nee, was? Nein, liegt's. Bombe ist aber irgendwas ist runtergefallen. Ja, aber holt halt NG noch ist einen. Jetzt hier voll auf dem Killing Spree. Potato hockt hier schön. Gute Position, man sieht ja auch nicht, weil die P90 recht kurz ist. Wenn sie jetzt einen Go machen, dann kann das zum Verderben führen. Boah, Denneke mit einem schönen Headshot. Ja, Potato war blind. Das war sein Tod. Und da wird die Bombe gelegt. Tja, gerade eben sah es noch sehr gut für Rockopfer aus. Jetzt sieht's ganz gut für die T's aus. Kommt aber noch Tsunami aus auch sehr low ist. Dann kommt doch die Banane hoch, der alte Lurker. Tsunami sichert das so lange. Und jetzt ist es wieder ein bisschen schwierig. 2 gegen 1, AWP. Bombe liegt gut für die AWP eigentlich. Wir müssen ihn jetzt irgendwie rushen oder sowas. Oder. Genau so. Ah. Kein Defuse gibt's. Oh, aber schafft er noch. Sehr gut. Ja. Damit ist das die 6. Runde für Frogopfer. Immerhin. Ja, die erste CT-Runde. Jetzt geht's auf. Herz. Auf jeden Fall. Comeback is real. Comeback is real, auf jeden Fall. Comeback in your face. Psycho-Wiesel wird jetzt um das Dschungelcamp gebracht. Gott sei Dank. Okay, solider Buy auf beiden Seiten, kann man machen. Bis auch bei deinem Moody, der hat keine Kohle mehr. Doch, jetzt hat er noch gekauft. NG hat eigentlich auch noch Geld. Hätte auch mehr legen können, aber Potato will wahrscheinlich sich die Max 7 zunutze machen und ordentlich Head ausgeben. Wenn sie so defensiv stehen bleiben, kann das sogar was bringen. Bombe alleine in der Mitte gefällt mir jetzt nicht so sehr, aber jetzt hat er sie weggeschmissen. Da werden schon Dschungelcamp-Weisheiten ausgetauscht. Ja. Das Spiel ist hier schon längst vergessen, hier geht es um ganz andere Dinge. Skunk und Denneken schleichen sich wieder auf B vor. Aber da kommt das schon so diesmal, in das der CP-Base. Super defensiv gedämpft. Ja, die haben sie ja gehört. Schön. Und da kommt
Was war das gerade? T ist verschieden jetzt aber. Ja. Und ja, von A ist alles unter. Aber NG ist noch zur Stelle. Aber er muss wieder auf den Spot drauf, Leute. Auf dem Spot sind sie, nicht im Haus. Er moved jetzt vor allen Dingen schön Skunk aus, der im Hausmeister reingegangen ist. Er hört ihn zwar mit Sicherheit, aber... Ja. Oh, ja, da hat er die Kniescheibe weggeschossen. Was zum Henker hat den Skunk da gemacht? Das war jetzt doch eher strange. Ja, da Skunk kann war auch halt, Tsunami nichts mehr machen. Skunk war vielleicht auch mal Terrorist, bis er eine Kugel ins Knie bekommen hat. Ich weiß nicht, was du redest, aber ja, bestimmt. Der alte Skyrim-Witz. Ja, schon klar, aber ja. Wir spielen ja Counter-Strike. Egal. Referenzen, Junge. Wir müssen irgendwie noch Star Wars einbauen. Bip-bip-bop, bip-bip-bop. Wenn es irgendwo ein helles Zentrum des Skills in diesem Universum gibt, sind wir hier am weitesten davon entfernt. Um Gottes Willen. Da hast du deine Referenz. Da müssen wir MLG gucken. Okay, B-Rush mit P90, der Klassiker. Auf jeden Fall. Ja, 5P90, das ist jetzt auf jeden Fall Brute Force. Da liegen die Nerven blank, würde ich behaupten. Oh, Potato. Großartiges Spray Control. Hinter dir, hinter dir! Nein. Oh. 3 gegen 3. So die T's gut. Geringfügig mit den HPs im Rückstand. Ja, und NG. Oh, kann das doch hier links Skunk abfangen? Skunk hat das auf jeden Fall gehört. Die Waffe nicht in der Hand. Und lässt sich da holen. Wenn sie sich beeilen, dann wird das noch was. 2 gegen 1. Spooky mit einem HP. Oh, jetzt hat das Skunk keine Waffe in der Hand. Was ist da los, Leute? Skunk war auch schon im Panikmodus. Und da boah, kommt dein Modi. Hat kein Kit, aber hat noch Zeit. Glück gehabt. Ich seh da schon kommen, dass das Match dadurch entschieden wird, dass irgendwer vergisst, einen Diffuser zu kaufen. Ohne jetzt irgendwelche Trauma. Also ob sowas jemals passieren würde. Das kann gar nicht sein, dass sowas passiert. Also da muss man ja schon sehr beschränkt sein. Aber wir können jetzt mal die Kits zählen. Ja doch, kam alle, ein Kit gekauft. Böse auf NG, weil die AWP braucht kein Kit. Das weiß man ja. Weil wenn die AWP stoppt, hat der Rest des Teams das falsch gemacht. Sieht nach einem klassischen Aufbau. Oh, NG schießt da ins Bein. Das reicht leider nicht, um einen umzubringen. Kein Insta gibt mehr auf der AWP in CSGO. Skunk und Denikin gehen wieder auf B mit ihrer AWP und schleichen vor. Jetzt wird abgesmoked. Wenigstens etwas. Oh, da wird Oh! Special Tactics hier bei Spucknapf. Und NG mit der AWP im Haus, was mir auch sehr gut gefällt, weil da stand sie noch gar nicht. Damit würde rechnen sie wahrscheinlich nicht. Oh, Denikin hat da gut die Granate gefressen. Dass da oben jemand im Haus mit irgendeiner Waffe steht, ist eigentlich schon sehr kam. Aber die Taktik von Destroying Diva ist schon eher seltener, dass sie gar nicht im Haus stehen, sondern nur vom Spot ausdecken. Aber sie war erfolgreich, muss man mal sagen. Jetzt ist NG aber doch wieder zurückgegangen. Tja, die Smokes sind alle auf B, oder? Wer steht denn da? 6 und 9? Ja, Smokes sind alle. Jetzt wird die Mitte links gesmoked. Ich denke mal, das wird ein Argo. Der wird um die Ecke geguckt, bevor die Smoke geschmissen wird. Das ist auch sehr gut. Man muss ja wissen, ob es sich muss jetzt hier 2 holen mindestens, sonst bringt das nichts. Sehr gut, hat er auch gemacht. Ich hätte gesagt, er holt sogar eher 3, aber er hat sich fürs Nachladen entschieden. Aber er holt noch einen. Den dritten holt er sich dann halt später. Und oben im Haus kommt Sniper. Oh, wow. Mein G! Mit dem Flickshot! Ja, ziemlich solide. Und da läuft dann auch dein Moody schön, da läuft dann Daneken schön langsam, weil dein Moody dann ins Fadenkreuz lässt sich da auch schönartig holen. Dev bringt hier die Infos rein, dass der Moody mehrere Accounts hat. So, so. Das riecht doch schon wieder nach dem Inspektor. Ja. Da ist auf jeden Fall der Inspektor gefragt, um die Accounts rauszufinden. Inspektor Futuba. B-Wash incoming. Rack 9. Und so Potato steht dafür denkbar und richtig. Oh, das einen hat er gekriegt, aber das ist zu wenig. Zumal da jetzt die Rack 9 kommt. Die behindern sich da noch ein bisschen gegenseitig. Die Rack 9 holt Sniper.
Jetzt mit M4 unterwegs. Bombe wird gelegt. Die Bombe liegt im Haus. Ah, und das wissen wurde, sie offensichtlich. Wurde nicht gesehen, dass die Bombe da gestorben ist. Auch sehr lustig. Ja, jetzt sind sie auf dem B-Spot. Mit noch zwei CTs in der Nähe. Tsunami, Bank. Oh nein, NG. Nein, NG. Das war natürlich war jetzt nicht gut. Ich glaube, Potato weiß nicht, dass links von ihm noch Denikin steht. Die Position von deinem Mutti ist zwar okay, aber nicht wirklich praktisch. Da im Anti-Hausmeister. Weiß nicht, wann Denikin. Auf B kuscheln sie halt ein bisschen. Denikin holt sich gleich so Potato. Schleicht da schon so ein bisschen rum, wenn ich das im Radar richtig sehe. Aber noch, meint der Autodirector, ist nichts passiert. Wir haben jetzt auch die Bombe. Da passiert das jetzt aber gleich was und der Autodirector geht natürlich nicht hin. Nee. Weil ja mega Spucknapf so mega interessanter ist. Genau, weil er seine komische Granate geworfen hat und einen Huhn umgebracht hat. Oh, da verschießt Denikin leider mit der Arbe. Was hätte schon der Win sein können? Man wird gelegt jetzt auf der und dein Buddy ist immer noch auf A. Ja, der hat nicht mitbekommen, wie die Bombe dann weg war. Oder nee. Er hat's mitbekommen, das hat keiner mitbekommen. Trotzdem noch auf A. Das war das Problem. Gibt es auch über die CT-Base. Da wartet schon die AWP. Zwei AWPs warten da im Endeffekt. Ah, ja, aber die eine guckt halt runter zum. Oh. Zum Bananen, ne? Denikin verschießt nochmal. Die müssen jetzt los, aber ich glaube, das war's schon. Wenn sie jetzt los, dann. Sie haben beide Diffuse-Kits. Also ja, aber sie jetzt noch schaffen, aber sie müssen auch jetzt langsam mal auf dem Spot ankommen. Und dein Mutti steht da lieber rum und kämpft noch ein bisschen ab. Ja. Oh. Und das war der Sieg. Denikin schießt durch die Wand. GG. 16 zu 9. Man muss ja nicht vorhin die war's. Frog-Opfer ungefähr in dem Feld, wie ich sie eingeschätzt hätte. Aber sie hätten noch auf jeden Fall mehr Luft gehabt. Ich lag gar nicht so falsch. Ich habe 16-8 gesagt. So, Stream machen wir jetzt mal nicht gleich aus. Wobei das ja jetzt auch schon durch sein soll. Drops incoming. Tja, da kommen wir gar keine. Wir sehen das ja gar nicht im GoTV, oder? Das weiß ich nicht. Schon. Ob man das im GoTV nicht sieht. Dann hat keiner einen Drop bekommen. Frechheit. Frechheit. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Schönes ja. Spiel. Ich weiß nicht, ob heute Abend noch eins kommt. Ich glaube nicht. Ich glaube, 22 Uhr sollte noch eins sein. 22 Uhr noch eins, hä? Ja. Das wäre dann schon direkt im Anschluss. Das macht dann aber Skunk wieder. Genau, wir machen jetzt hier den Platz frei und dann habt ihr wieder ordentliche Caster. Tschüss. Ja, tschüss, Bot.